Anaconda Dreams. Hallo, ich bin Sophia. Ihr schaut Anaconda Dreams, den Snake Block für Dummies. Und heute wird das Terrarium in Betrieb genommen. Ja, jetzt geht es darum, so einen Schutzkorb, um so eine Lampe zu kriegen. Problem, Lampe ist so dick, Korb hat ein so großes Loch. Das werde ich jetzt versuchen, das mit einer Kneifzange irgendwie zu vergrößern. Im Augenblick sehe ich, dass es einfachere Dinge gibt. Der erste ist drin, war ein widerliches Gefissel. Ich habe ein paar Drähte gelöst und jetzt hier mit so einem kleinen Draht irgendwie befestigt. Der hängt hier auch noch rum. Das wird natürlich noch gekürzt. Jetzt kommt hier mal erstmal die Lampe rein. Das Terrarium habe ich gestern geölt. Es glänzt jetzt schön. Jetzt sieht das Holz richtig gut aus. Das ist hier leider der totale Horror, diese Platte reinzukriegen. Irgendwie passt das hinten und vorne nicht. Ich habe die Teichfolie schon beiseite gelassen. Was ist das Zeug, hey? Aber das Ding ist nicht bündig. Hier oben fliegt es irgendwie komisch rum und rutscht viel zu weit rein. Und ist auch total locker. Und hier unten ist es total verkeilt und will nicht reingehen. Also, totaler Krampf. Drückt da irgendwas das Ding raus. Also viel Gewalt. Kann ich das jetzt anschrauben? Ich habe das alleine gemacht. Alter Schlappen, mach das zu zweit, weil das war jetzt irgendwie Schwerarbeit, das gleichzeitig einzupassen. Ich habe ja hier unten noch diese Teichfolie. Die wegzuklappen und dieses Ding, was da nicht reinpassen will, irgendwie beiseite zu tun, das war jetzt wirklich nicht nur Knochenarbeit, das war ausgesprochen unangenehm. Dann bin ich mal gespannt, wie erfolgreich ich hier jetzt mit den Schräublein bin. Die Löcher habe ich mit einer Nadel durchs Furnier gestochen, ganz vorsichtig. Ein kleiner Testlauf. Es ist noch kein Bodensubstrat drin. Es ist noch nicht mal alles an Pflanzen drin. Was ich jetzt gerade mache, ist schlicht und einfach, ich will mal so ein bisschen gucken, wie sich die Temperaturen entwickeln, wie sich die Luftfeuchtigkeit entwickeln. Die beiden Babys liegen schon bereit. Ich habe das Ding gerade angeworfen. Ich warte jetzt mal ein, zwei, drei Stündchen, bis sich das Ganze richtig schön erhitzt hat. Bitte für mich beten, wenn ihr sowas tut, dass es stimmt und dass ich hier nicht alles umschrauben muss. Das ist noch meine größte Furcht, dass ich irgendwie Lampen ersetzen muss. Was hier natürlich noch gemacht werden muss, ist hier vorne die Front. Was jetzt sehr, sehr ärgerlich ist, ist es, dass ja gestern überhaupt nicht richtig gut reinpasste und einigen Stellen so ein bisschen übersteht, was meinem Plan, und hier ein bisschen reingeht, was meinem Plan. Der Plan war, hier über die ganze Fläche Furnier zu machen. So, dass es so ein bisschen schick aussieht.
Der ist jetzt so ein bisschen, dadurch, dass es jetzt hier Wellen hat und alles, das ist nicht mehr, das geht nicht mehr so gut wie zuvor, ehrlich gesagt. Das ärgert mich ein bisschen. So, ansonsten bin ich mal gespannt, welche Temperaturen da herrschen. Ich weiß nicht, ob dieser Farn abbrennen wird oder was hier jetzt so passiert, ob sich die Tupperbox, die sich da hinten versteckt, ob sich die auflösen wird. Ne, das wird natürlich vergraben. Dennoch, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich dann so weggehen kann oder ob alles Feuer fängt. Ja, die Stunde der Wahrheit. Hier ist das zurechtgeschnittene Furnier. Und dann schauen wir mal, ob ich das an dieses nicht passende Holz aufgebügelt kriege. Ich hab schon richtig Angst. Den ganzen Tag war die ganze Chose an. Jetzt habe ich endlich das Thermostat hier angemacht. Ich habe die verschiedenen Temperaturzonen mit dem Fühler durchgemessen. Ja, und was ich jetzt festgestellt habe, das ganze Ding ist zu heiß. Mein Plan ist, die Tagesbeleuchtung wird eine Zeituhr geschaltet. Die geht jedes Mal um die gleiche Zeit an und aus. Die gibt auch ein bisschen Wärme. Der Elstein, das ist ja eine reine Wärmelampe, also eine Keramiklampe, die kein Licht gibt. Der wird 24 Stunden am Tag an sein. Den stecke ich schlicht und einfach in eine Steckdose. Für so ein großes Terrarium gibt der eine Grundhitze, auch nachts. Und diesen zweiten Spot, diesen Basking Spot, das ist der, den ich über das Thermostat, glaube ich, steuere. Also der kommt in das Beheizungsteil vom Thermostat und wird sich dann immer zuschalten bei Bedarf. Also der wird tagsüber sehr viel an sein und ich denke, nachts hier und da mal angehen. Ich muss jetzt nur noch finden, wo ich den Fühler am besten platziere, dass ich die Temperaturen einschalte. Das werde ich noch so ein bisschen durchmessen müssen wahrscheinlich. So, man sieht hier 30,5 Grad. Das ist völlig okay für einen Python. Aber es sollte eben auch kühlere Ecken zum Abkühlen gehen. So, hier habe ich den Fühler in eine recht heiße Ecke getan. Da ist er, der Kleine. Den ziehe ich mal jetzt hier wieder zurück. Also die kühlste Ecke im Terrarium ist bei 27 Grad. Das ist mir etwas zu heiß. Das ist, müsste einer der heißesten Plätze sein, unterm Spot. So, jetzt hängt er hier. Ne? Hier oben ist der Spot, da ist der Fühler. So, jetzt hoffe ich, dass ich diesen Thermocontrol Pro verstehe. Du sollst in die Buchse Nummer 2, das ist die hier. Und da geht nichts an, das ist ja geil. Naja, hoffen wir mal, dass sie morgen an ist, weil das ist natürlich jetzt mitten in der Zeit. Der braucht wahrscheinlich ein Signal zum Anschalten. Nehme ich jetzt mal an. So, der Basking Spot, das soll ja jetzt mein Heizding sein. Der landet jetzt in Buchse Nummer 2. Dann gucken wir mal, was passiert. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hat natürlich alles ausgeschaltet, weil es zu warm da drin ist. Ich habe jetzt versucht, den Fühler an die kälteste Stelle zu legen. Morgen, wenn ich aufstehe, müsste dieses Terrarium dann hell erleuchtet sein, sonst funktioniert die Zeituhr nicht. Wenn das der Fall ist, kann ich diese Zeituhr dann wegnehmen. Was war dann ein Umsonstkauf? Na, schauen wir mal, was passiert, wenn der sich jetzt so abkühlt. Jetzt ist ja irgendwie gar nichts an, außer dem Elstein. Jetzt sind wir quasi im Nachtbetrieb schon. Mal gucken, ob er irgendwann den Basking-Spot dann anschaltet, wenn die Temperatur dann zu sehr sinkt. Aha, 17.15 Uhr. Sehr gut. Die neue Zeit
Das neue Zeitfenster ist da und es ist viel zu heiß. Ich habe mich ja jetzt dafür entschieden, das Thermostat auf die linke Seite zu legen, möglichst weit. Weil wenn ich nur den Elchstein anhabe, dann kühlt mir die Seite natürlich viel zu sehr aus. Jetzt habe ich eine angenehme kühle Temperatur für hinten eingestellt. Ich nehme an, dass es jetzt genau das ist, was ich haben wollte. Dieser Spot wird garantiert öfter mal an- und ausgehen. Ich habe am Anfang gedacht, das Thermostat wäre vielleicht ein bisschen überequipped gewesen. Aber gerade weil ich eben oft nicht da bin und weil das Terrarium groß ist und mit zwei Spots beleuchtet wird, ist das doch eine sehr, sehr gute Investition gewesen. So kann ich mir ganz sicher sein, dass ich nicht aus Versehen die Schlange brate. Das war meine größte Sorge. Nachdem es jetzt in Betrieb war, in Testbetrieb, ich gesehen habe, wie sehr sich das aufheizt. Ich denke mal, das läuft und jetzt fehlt nur noch das Schwämmlein. Dann schauen wir uns das fertige Terrarium von außen einmal an. So, wir haben hier unten diese Leiste. Oben ist hier hinten so eine Leiste. Es ist sogar von hinten furniert. Und dann hier diese Seite. Und vorne die Front ist eben mit diesem schwarzen Furnier gemacht. Einiges habe ich hell gelassen, dass es nicht so in der Optik stört. Und es steht, wie gesagt, auf dem IKEA-Tischchen. Es steht noch nicht nah genug an der Wand, weil bisher habe ich die Technik ausprobiert. Dahinter kann man dann wunderbar den ganzen Kabelsalat verstecken. Der Arbeitsaufwand, mehrere Stunden aufbauen, Umleimer etc., das dauert alles 1, 2, 3 Stunden, die ganzen Gänge zum Baumarkt etc., die Teichfolge reinmachen war ein ziemliches Gefissel, die Leuchten ranschrauben, die Schutzkörbe, erstmal überhaupt die Öffnung vergrößern, dass was reinpasst und anbauen. Dann die Elektrik einstellen, das Ding ölen. Also ich würde sagen, alles zusammengenommen 3 Tage. 2 bis 3 Tage. Diese Zeit könnt ihr auf jeden Fall dafür rechnen. Die Kosten. Da habe ich einmal das USB-Terrarium für 89,90 €, Palisander-Furnier für ca. 45 Euro, Umleimer für diese Leisten 4x für 17,96 Euro, Teichfolie ist innen drin 15 Euro, eine Leuchte für ca. 24,50 Euro, noch eine Leuchte für 8,79 Euro, Schutzkörbe für die Leuchten 41 Euro, die Lichtröhre, da habe ich mir wie gesagt etwas zu teures andrehen lassen, da könnt ihr viel billiger kommen, ich habe ausgegeben 38,99 € für die Röhre an sich, 59,99 € für das Gestell, wo sie drin ist. Da sind wir bei 98,98 €. Für das Thermometer und Hydrometer, diese beiden kleinen Dinger, die ich so zum Ausmessen nehme, 8,45 €. Für das Terrarienschloss 7,65 €. Für die Zeituhr 5,99 €, ein Posten, den man streichen kann. Den braucht ihr nicht, wenn ihr ein Thermostat habt. Für das Thermostat 46,62 €. Öl habe ich benutzt, um das Palisanderfurnier einzureiben und unter eine Untermatte, damit die Hitze nicht entweicht. Damit sind wir bei 437,73 Euro. Ich rechne auch noch den Untertisch hinzu. Den habe ich ja euch auch noch groß gezeigt, wie ich ihn aufgebaut habe. Ich hatte keinen passenden Tisch für so ein großes Terrarium. Und es kann ja sein, dass ihr euch auch was kaufen müsst. Und das kann man dann durchaus, finde ich, mit in die Investition rechnen. Denn ich hätte ihn nicht gekauft, wenn ich mir das Terrarium nicht gekauft hätte. Der Untertisch, das ist dieses IKEA-Teil von 49,99 Euro. Wenn ich den also mit einrechne, dann sind wir bei 487,72 Euro für das Terrarium. Und zwar für eben den Kasten und die ganze Technik. Wir sind noch nicht bei der Rückwand und wir sind auch noch nicht bei der Dekoration, bei den Verstecken, bei den Trinkschalen, bei dem Bodensubstrat, was man halt alles so braucht.